Ja, ich bin der Adolf Ratzka, komme aus Deutschland, habe in Amerika studiert und wohne in Stockholm. Ich bin promovierter Volkswirt und beschäftige mich seit Jahren mit den gesamtwirtschaftlichen Aspekten des behinderten- und altengerechten Bauens und Städteplanens. Selbst in reichen Ländern, in Schweden, der Bundesrepublik, in den Vereinigten Staaten, immer noch werden Menschen mit Behinderungen abgesondert, betreut, bevormundet, einfach nur, weil sie behindert sind, weil uns eine behindertengerechte Umwelt fehlt. Das alles muss nicht so sein. Alle Menschen mit Behinderungen, und wirklich alle, können freier und selbstbestimmter leben. Jeder kann die Fähigkeit dazu entwickeln. In unserem Film wollen wir zeigen, wie Menschen mit unterschiedlicher Behinderung frei und selbstbestimmt leben. Wir wollen zeigen, Behinderung ist kein Schicksal, Behinderung ist kein medizinisches Problem, Behinderung ist eine Frage der persönlichen und politischen Macht und vor allem Behinderung ist eine Frage des Bewusstseins. Ich weiß, wovon ich rede. Ich lebe mit diesen Problemen seit 25 Jahren. Hier auf dem Bild bin ich gerade 17. Ich war 5 Jahre im Krankenhaus, 4 Jahre davon unnötig, wie im Gefängnis, weil ich damals genauso gesund war wie heute. Ich war behindert nicht, weil ich Kinderlähmung hatte. Ich war behindert, weil mich alle für so furchtbar krank hielten und vor allem, weil ich selbst daran glaubte. Ich wäre heute noch im Krankenhaus wie viele andere, aber ich habe Glück gehabt. Ich habe die richtigen Leute kennengelernt und vor allem, ich hatte die richtigen Vorbilder. Es war dieser kleine Artikel in dieser winzigen Zeitung aus den USA. Ed Roberts erzählt hier, wie er trotz eiserner Lunge an der Berkeley-Universität in Kalifornien studierte, damals etwa 1964. Man wollte ihn zuerst nicht zum Studium zulassen, weil er doch so schrecklich behindert war. Er hat sich durchgesetzt. Ed war damals mein Vorbild. Wenn er es kann, so dachte ich, kann ich es vielleicht auch. Damals habe ich vom Krankenhaus aus an Ed geschrieben und ein paar Jahre später, hier auf dem Bild, war ich in Los Angeles und wohnte im Studentenheim. Ich musste lernen, wie man Mitstudenten als Helfer anstellt, anlernt und bezahlt. Ed war der Erste, der das gelernt hat. Und immer mehr folgten seinem Beispiel. Eigenverantwortung erfordert ein neues Bewusstsein. Wir sind nicht krank, wir sind nicht Patienten, wir sind Experten in Fragen unserer Gesundheit und Lebensqualität. Je mehr wir unserer Kraft und unserem Wissen vertrauen, desto weniger brauchen wir die Betreuung durch andere. With the danger of overprotection. Theresa Ducharme aus Winnipeg, Kanada, berichtet über ihre Erfahrungen. The day I received the life-supporting respirator in 1975, the doctors stated I would never leave the hospital. An dem Tag, als ich das Atemgerät bekam, sagten die Ärzte zu mir, Sie werden das Krankenhaus nie verlassen können. Heute danke ich Gott, dass ich die wertvolle Gelegenheit hatte, das Unmögliche zu schaffen. 7 Jahre lang habe ich überlegt, einen Heiratsantrag anzunehmen. Ich konnte mir nicht vorstellen, für meinen Mann etwas anderes als eine Last zu sein. Das staatliche System bot uns an, entweder professionelle Hilfe zu Hause oder ich lebe in einem Heim, mein Mann außerhalb. Für uns war das nicht akzeptabel. Es war ein langer Kampf. Heute habe ich meine eigenen, von mir angelernten und angestellten Assistenten für zu Hause und im Beruf, während mein Mann seiner eigenen Arbeit nachgeht. Wir nennen diese Hilfe persönliche Assistenz. Persönliche Assistenz deshalb, weil Theresa aus ihren persönlichen, individuellen Bedürfnissen heraus die Arbeitsbedingungen bestimmt und entscheidet, wer, was, wie und wann für sie arbeitet. Was sind die Alternativen? Sind nicht ambulante Dienste und ausgebildete Fachkräfte sicherer und bequemer? Aber wo führt das hin? Wenn wir uns betreuen und pflegen lassen, wird unsere Wohnung zum Krankenhaus. Was heißt das konkret?
Lass mich sehen, wie es dem Usambara-Veilchen geht. Sehr hübsch. Dreh's ein wenig. Steck den Finger in die Erde. Ist es trocken? Ich gebe ihm später Wasser. Dreh mich mit dem Kopf zur Küche, damit ich besser sehen kann, was du machst. Hier sind wir zu Hause bei Susan Armbrecht. Sie wohnt in einer ganz gewöhnlichen Dreizimmerwohnung in Cleveland, Ohio. Heute Abend sind wir auf Besuch. Deshalb beschäftigt sie ausnahmsweise zwei Assistentinnen. What, Susan? I've got these stems cut up. I was going to cook the stems at a different time. I was going to put the stems in earlier. Die Assistenten ersetzen Susans Arme und Beine. Nach ihren Anweisungen führen sie die Arbeiten aus, die Susan nicht selbst machen kann. Okay. I'll check on you later to see what you're doing. Don't forget to enter the balance in the checkbook. Susan sucht sich ihre Leute selbst aus, lernt sie an und bezahlt sie. You were at the co-op how long? I left at 12:30 and it's almost. Carol sagt hier, wie lange sie zum Einkaufen gebraucht hat. Dann macht Susan mit ihr aus, wann Carol das nächste Mal zum Arbeiten kommen soll. Susan und ihre Assistenten arbeiten direkt miteinander, ohne Einmischung eines Sozialarbeiters. Sie ist Arbeitgeber, sie lässt sich nicht betreuen, sie ist der Chef. Das sieht man an ihrem Auftreten, das hat ihr Bewusstsein geprägt. Isn't it a big job to be a personnel manager? For so many people. It takes up about 90% of my activity. Die Arbeitseinteilung, das kostet mich die meiste Zeit. Meine Leute arbeiten stundenweise. 2 Stunden an einem Tag, das nächste Mal 3. Wer gerade arbeitet, das hängt vom Wochentag ab. Liz kommt 2-mal in der Woche nach den Vorlesungen. Jennifer hilft mir am Samstagmorgen beim Aufstehen und 2 Abende in der Woche beim Zubettgehen. Leona kommt 1 Abend in der Woche. Ein paar Leute bekam ich durch Anzeigen im Lokalblatt, andere durch meinen Freundes- und Bekanntenkreis. Das Independent Living Center hier hat mir auch ein paar Leute vermittelt. Oder zum Beispiel meine Freundin Marianne. Wir sind sowieso oft zusammen. Sie kann ein bisschen Geld gut gebrauchen und ich brauche jemand, der mit mir kocht. Susan sagt, jemand, der mit mir kocht. Mein Mundwerk ist immer dabei. Ich habe eine Rente von $330 und eine Halbzeitarbeit von etwa $35 die Woche. Der Staat Ohio hat jetzt eine Pflegeversicherung, eine fantastische Sache. Damit kann ich meine Assistenten bezahlen. Das Geld wird direkt an mich ausbezahlt. Ich bin jetzt Arbeitgeber. Ich weiß zwar nicht, wie man als Arbeitgeber auftritt, aber ich bin Arbeitgeber. Ich kann $140 pro Woche Lohn zahlen. I don't know how to act as an employer, but I'm an employer. And I get money from them. And then I hire. I'm allowed $140 a week. Susan braucht nachts die eiserne Lunge. Dadurch lässt sie sich so gut durchbeatmen, dass sie tagsüber ohne Atemstütze auskommt. So you stand there 12 hours? About, yeah. 10 to 12, at least 10. Hopefully 12 sometimes. I just need my rest. Ich frage Susan, warum sie so gerne da drinnen liegt. Es ist wie im Mutterleib. Ich liege bequem auf meinen verschiedenen Kissen und kann mich vollkommen entspannen. Der Apparat atmet für mich und ich spare meine Kräfte. Ich gehe gern auf Reisen und dann benutze ich andere Beatmungsmethoden. Aber daheim brauche ich die Lunge. Ich bin wahrscheinlich nicht nur körperlich, sondern auch gefühlsmäßig von der Maschine abhängig. Wenn ich alleine bin und noch in der Lunge liege, habe ich das Telefon hier neben meinem Kopf. Wenn ich diese rote Feder mit meinem Mund, so wie jetzt, biege, dann schaltet sich die Vermittlung ein und ich sage die Nummer, die ich haben will. Ich bin also nie allein. Falls irgendetwas passieren sollte, kann ich immer einen Nachbarn oder sonst jemanden erreichen. Or answer the phone if I'm alone. So how many telephone numbers? Wie viele Telefonnummern hast du im Kopf? Oh,
Wahrscheinlich einige hundert. Ich habe ein sehr gutes Gedächtnis für Telefonnummern. Das ist eine Überlebensfrage. Susan sagt, dass sie ständig auf der Hut sein muss und er sich nicht leisten kann, sich mal gehen zu lassen. Es ist schwierig, sich zu entspannen, wenn man völlig von anderen Leuten abhängig ist, in allem, was man machen möchte. Ich muss zum Beispiel ständig aufpassen, dass der Lungenmotor geölt wird und nicht mitten in der Nacht durchbrennt. Ich muss dauernd wachsam sein, wachsam, weil es mein Leben ist. Wenn ich mich nicht darum kümmere, fühlt sich keiner so richtig dafür verantwortlich. Ich kümmere mich um diese technischen Dinge, auch wenn ich selbst nicht technisch veranlagt bin. Aber ich habe Leute, die sich damit auskennen und es für mich machen. Wie fühlt man sich, wenn man ganz für sein Leben verantwortlich ist? It's a big job. It takes a lot of energy and all my time. Es ist harte Arbeit und kostet eine Menge Energie und meine ganze Zeit. Ich versuche, alles zu machen, was ich machen will. Wenn ich dazu Hilfe brauche, dann versuche ich, sie mir zu beschaffen. Es ist mein Leben. Ich bin dafür verantwortlich und ich kann es leben, wie ich will. Ich bin ein ganz normaler Mensch, nur eben halt behindert. Susan sagt von sich, ich bin ein ganz normaler Mensch, nur eben behindert. Ich meine, Susan ist ein Vorbild. Ihr Beispiel ist auf viele von uns übertragbar. Trotzdem lassen sich die meisten von uns betreuen, das heißt bevormunden. Das System der professionellen Dienste unterscheidet sehr klar zwischen Objekt und Subjekt. Subjekte sind die Profis, wir sind die Objekte. Da das System von Profis geleitet wird, definiert man Fortschritt als mehr Professionalisierung und Ausbildung der Helfer. Wir sagen, wenn schon Ausbildung, dann brauchen wir mehr Ausbildung, wie wir unsere Helfer anstellen und anleiten. Erinnern wir uns an Ed Roberts. Mit Ed als Vorbild gelang mir damals der Sprung vom Krankenhaus an die Universität. Ich habe mitgemacht beim allerersten Independent Living Center vor zwei Generationen. Ich bin nicht der Vater, ich bin schon der Großvater der Independent Living Bewegung. Unter Eds Leitung organisierten sich die behinderten Studenten in Kalifornien in den 60er Jahren. Sie lernten von der Studentenbewegung, den schwarzen Bürgerrechtsaktivisten und der Frauenbewegung. Heute ist daraus eine weltweite Bürgerrechtsbewegung von Behinderten geworden, die Independent Living Bewegung. Das Wichtigste der Independent Living Bewegung ist ihre Philosophie, ihre Ideologie. Grundlage ist, alle Menschen haben Fähigkeiten. Wir nehmen niemanden aus. Aber die professionellen Betreuer denken negativ über uns, weil sie ständig darüber reden, wo unsere Grenzen sind. Independent Living ist ein Werkzeug für Menschen mit Behinderungen, sich und anderen zu helfen, Kontrolle über ihr Leben zu übernehmen. Niemand ist für uns zuständig. Niemand betreut uns außer wir selbst. Nehmen wir Kalifornien. Dort leben etwa 25 Millionen Menschen. Davon haben etwa 5 Millionen Menschen irgendeine Art von Behinderung. Das ist eine riesige Zahl. Wenn wir uns dessen bewusst werden, wenn wir uns nicht absondern lassen, wenn wir in die Gesellschaft hineingehen, dann sind wir auch eine riesige politische Kraft. Luca Bio war früher Landarbeiter. Er wohnt in einem gewöhnlichen Einfamilienhaus in der Nähe von Berkeley. Als ich vom Krankenhaus nach Berkeley in eine Wohnung zog, hatte ich Angst, weil ich gewohnt war, immer jemanden um mich zu haben. Und jetzt war ich plötzlich allein und auf mich gestellt. Finde ich immer rechtzeitig jemanden? Wenn man ständig ein Atemgerät braucht, hat man Angst, dass zum Beispiel der Apparat stehen bleibt. Aber ich fühlte, dass ich den Schritt wagen musste und das Center for Independent Living ermutigte mich dazu. Ich belegte damals einen Kurs am Center, um zu lernen, wie man aus dem Pflegeheim ausziehen und draußen zurechtkommen kann.
Unser Lehrer, Phil Chavez, ihr kennt ihn, zeigte uns, wie man sich zum Beispiel persönliche Assistenten verschafft. Diese Klasse trifft sich 2 Tage in der Woche am CIL. Auf dem Lehrplan steht heute, wie man persönliche Assistenten anstellt. Das ist ein Rollenspiel. Jeder versteht, was das ist. Das haben wir durchgenommen. Wir spielen eine Situation, die im Alltag vorkommen kann, als Übung und Vorbereitung auf die Zeit, wenn ihr das selbst machen müsst. Für mich ist das inzwischen Routine, weil Assistenten seit vielen Jahren zu meinem täglichen Leben gehören. Beim Aufstehen und zu Bett gehen, im Haushalt und vielen anderen Dingen. Okay, so ring, ring. CIL. Die Assistentenvermittlung, bitte. Ring, ring. Hier Assistentenvermittlung. Womit kann ich Ihnen helfen? Ich heiße Philip Chavez und suche einen Assistenten. Ich notiere hier mal das Stellenangebot. Soll ich es dann auf die Anschlagtafel im Center setzen, damit Interessenten Sie anrufen? Jeden Tag kommen Assistenten ins Center, um sich die Angebote anzusehen. Wenn sich jemand für Ihre Stelle interessiert, bekommt er Ihre Telefonnummer von mir und ruft Sie an. Mir wäre es lieber, wenn ich die Namen der Assistenten bekomme. Wollen Sie lieber Männer oder Frauen? Spielt eigentlich keine Rolle, aber der Assistent muss stark genug sein, um mich zu heben. Es kommt darauf an, dass ihr den Leuten genau sagt, was ihr braucht. Zu mir kam zum Beispiel einer, bei dem hörte sich alles wunderbar an, bis er mich heben sollte und dann hätte er mich beinahe fallen lassen. Kern der traditionellen Rehabilitation ist die Diagnose. Sie bestimmt unsere Behindertenkarriere vom Sonderkindergarten über Sonderwohnungen bis hin zur Sonderwerkstatt. Die Independent Living Bewegung schreibt niemanden ab. Art und Ausmaß jeglicher Behinderung ist relativ. Diagnosen sind unproduktiv. Behinderung ist kein medizinisches Problem. Alle Menschen können lernen, mehr Initiative und Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen. Die Methode hierzu ist Peer Counseling. In dieser Gruppe gibt es viele, die noch im Elternhaus leben oder noch stark unter dem Einfluss der Eltern stehen. Für die Behörden ist das das Einfachste, diese Leute in Heimen verschwinden zu lassen. Das ist ja auch euer Problem in Deutschland und Schweden. Aber abgesehen davon, dass das unmenschlich ist, die Heime kosten ja auch viel mehr. Das ist viel teurer alles. Und die Leute lernen nichts. Aber für uns ist Geld kein Maßstab. Wir sagen niemandem, so sollst du es machen, sondern das hier ist eine Alternative. Was wir immer betonen, es ist ihre Wahl. Wir zeigen die Möglichkeiten und Wege zu einem selbstbestimmten Leben. Viele entscheiden sich, bei ihren Eltern zu wohnen. Und das ist auch in Ordnung. Aber wir können ihnen auch zeigen, wie sie selbstständiger innerhalb ihrer Familie werden können, indem sie ab und zu alleine kochen oder sich selbst anziehen oder durch Assistenten einen Teil der Hilfe selbst übernehmen, die jetzt noch ihre Familie leistet. Genau. Damit soll auch die Verantwortung besser verteilt werden. Damit soll auch der einzelne Behinderte viel mehr persönliche Macht erlangen. Und darauf kommt es an. Auf dem Lehrplan steht heute, wie man mit der U-Bahn alleine nach San Francisco zum Einkaufen fährt. In Berkeley ist das möglich. Nach dem Antidiskriminierungsgesetz von 1977 müssen in den Vereinigten Staaten alle U-Bahnen behindertengerecht sein. Eine U-Bahn, die ich nicht benutzen kann, das ist Diskriminierung. Treppen, für die es keine Rampen gibt, das ist Diskriminierung. Gebäude, die ich nicht betreten kann, das ist Diskriminierung. Daran ändern Sonderfahrdienste so wenig wie andere Sondereinrichtungen. Phil zeigt seiner Schülerin Christine, wie man einsteigt, ohne mit den Vorderrädern zwischen Bahnsteig und Zug stecken zu bleiben. Und wie man drinnen jemand bittet, die Bremsen des Rollstuhls anzuziehen. Ich kann viel mehr lernen von jemandem, mit dem ich mich identifizieren kann,
als von einem nicht behinderten Experten. Unsere Umwelt bombardiert uns ständig mit Hinweisen, dass unser Leben bemitleidenswert, unerwünscht und lebensunwert ist. Viele von uns sind mit dieser Haltung aufgewachsen und glauben selbst daran. In der Independent Living Bewegung können wir uns gegen diese Gehirnwäsche impfen und Selbstvertrauen und Selbstrespekt gewinnen. Die Independent Living Bewegung ist erfolgreich, weil sie Behinderung nicht als medizinisches, sondern als politisches Problem sieht. Behinderung ist politisch, weil wir Umverteilung der Ressourcen fordern, um die Lebensqualität aller Menschen zu erhöhen. Weil wir behaupten, dass alle Menschen einen wichtigen Beitrag zur Gesellschaft leisten können und niemand ausgeschlossen werden darf. Aber die Independent Living Bewegung ist vor allem deshalb erfolgreich, weil sie uns Wege zeigt, in Eigenverantwortung und Selbstbestimmung zu leben. Weil sie nicht nur unsere Umwelt, sondern auch uns selbst herausfordert.